Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Es herrscht Krieg und niemand weiß, wohin uns das noch führen wird. Ungefähr 200 Menschen wurden verletzt. Tausende von Menschen sind auf der Flucht. Treppenhäuser sind überfüllt. Es fehlen Räume und Betten. Es herrscht großes Leid und in der Bevölkerung verbreitet sich Panik. Viele Kinder sind über Nacht zu Waisen geworden. Jede Hand, die erhoben, gegen Menschen sich ballt. Jedes laute und hasserfüllte Kriegsgeschrei. Weinende Mütter, Tränen des Leides, Angst vor Gewalt des nahenden Feindes zeigt immer wieder hin drüber Klarheit uns die traurige Wahrheit. Zeigt nicht die Zeit uns die Folgen von Ungerechtigkeit, zeigt uns das Leid nicht den Ursprung. All der Gewalt sind nicht die Bilder und Szenen, die man oft sieht und hört, klare Beweise, das Ende die Welt zerstört. Narbe und Wunde, jeder stechende Schmerz, jedes Wort wie ein Pfeil inmitten durch das Herz. Trennung von Eltern, schluchzende Kinder, bitterer Hunger, wer kann ihn lindern? Zeigt immer wieder in trüber Klarheit uns die traurige Wahrheit. Zeigt nicht die Zeit uns die Folgen von Ungerechtigkeit, zeigt uns das Leid nicht den Ursprung. All der Gewalt sind nicht die Bilder und Szenen, die man oft sieht und hört, klare Beweise, dass Sünde die Welt zerstört. Realisieren, was auf dieser Welt passiert. Wann wird er sich denn eingestehen, dass die Sünde sie ruiniert? Würde die Sünde auf dieser Welt nicht existieren, gäb es kein Leid, keine Tränen.